Herzlich willkommen zu Nonsenf, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Heute mit dem Überblick über den vergangenen Monat mit Jonas Greiner und in der zweiten Hälfte auch noch mit einer schönen Überraschung. Tja, nur ist es passiert. Ja. Wir haben das neue Heizungsgesetz. Und wo bleibt die Panik? Richtig, genau wie die Heizung bleibt die Panik aus. Weil jetzt passiert erstmal gar nichts. Zuerst muss das Gebäudeenergiegesetz, so heißt es richtig, durch den Bundesrat. Der kann es zwar nicht aufhalten, aber zumindest nochmal zurückschicken und verändern lassen. Wird wohl nicht passieren, deshalb gehen wir jetzt mal davon aus, das gilt, was jetzt drinsteht. Und da steht, ab nächstem Jahr muss man sich vor dem Einbau einer neuen Heizung beraten lassen. Das könnte insofern schwer werden, da wir ja jetzt alle in der ganzen Diskussion um das Gesetz zu Heizungsexperten geworden sind. Also mir erzählt da keiner was über die neuen Möglichkeiten beim Heizen, nur weil er es vielleicht studiert hat. Schornsteinfeger oder so. Klar, der kann vielleicht super Asche zusammenkehren, aber was weiß denn der von Wärmepumpen? Ne? Genau. Aber zurück zum Gesetz, das gilt jetzt erstmal nur für Häuser und Wohnungen, die neu gebaut werden sollen. Alles, was es jetzt schon gibt, das kann auch erstmal bleiben und kann sogar repariert werden. Bis spätestens 2026 sollen die Kommunen, also Stadt oder Landkreis, Energiepläne gemacht haben und nach denen richtet sich dann auch so ein bisschen, welche neue Heizung und welcher Umbau später dann gefördert wird. Und im besten Fall gibt der Staat 70% dazu, im schlechtesten 30. Bis 2040 soll das dann alles erledigt sein. Also Sie merken es jetzt sicherlich auch, für Panik ist es viel zu früh. Bei riesigen Nebenräumen fragen Sie Ihren Heizungsbauer oder Schornsteinfeger. In dieser Woche trat ein Mann mit Augenklappe und Schrammen im Gesicht im Deutschen Bundestag ans Rednerpult und forderte einen Deutschlandpakt. Er beschrieb ein Land, in dem allzu viel auf die lange Bank geschoben wird. Ein Land, in dem in den vergangenen Jahren nichts voranging. Ein Land, das irgendwie den Anschluss verliert. Der Lädierte, sein Name ist Olaf Scholz, schloss mit den Worten: Die Bürgerinnen und Bürger sind diesen Stillstand leid und ich bin es auch. Soweit so richtig. Aber was will er jetzt eigentlich? Er will, dass Regierung und Opposition mal zusammenarbeiten, natürlich ohne die AfD, und mal an einem Strang ziehen. Jawohl! Ja, aber sollte nicht vielleicht vorher wenigstens schon mal die Regierung an einem Strang ziehen? Ich frage ja nur. So, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Und noch einer ist sehr gespannt, wie ein Flitzebogen, Jonas Greiner. Herzlich willkommen zum Überblick im September 2023. Der Weg ist frei für die Kindergrundsicherung oder wie man sie in der FDP nennt, Kommunismus. Bis zu 636 Euro sollen armutsgefährdete Kinder bald erhalten. Mehr darf es dann aber auch wirklich nicht sein, sonst hast du ja als Achtjähriger gar keinen Anreiz mehr, arbeiten zu gehen. Man rät betroffenen Eltern jetzt aber nicht alles nur für Späße wie Nahrungsmittel oder Dach über dem Kopf auszugeben, sondern das Geld clever in Aktien zu investieren oder das Kind ab und zu mal wenigstens für ein paar Tage auf eine schöne Privatschule zu schicken. Nur noch dreimal streiten und Friedrich Merz überreicht der Ampel eine Torte zum 100. Zoff. Unsere Regierung hängt so stark im Dauerstreit, dass Sat.1 inzwischen sogar schon überlegt, ob man 2 bei Calvas als Politmagazin neu auflegen soll. Viel Streit gibt es aktuell auch in Afrika. Ein Putsch nach dem anderen. Immer mehr Länder in Afrika fallen in die Hände der jeweiligen Armeen. Militärputsch. Droht der neue Trend auch Deutschland zu erobern? Wir fragen nach bei Sicherheitsexperte Marlo Casala. Ja, also ein Militärputsch in Deutschland ist aus 3 Gründen unwahrscheinlich. Erstens, die Ampel kann sich wehren. Ja, Karl Lauterbach hat in der Sommerpause den Selbstverteidigungskurs der Volkshochschule Leverkusen besucht und mit Summa Cum Laude abgeschlossen, nachdem Christian Lindner ihm in den letzten Kabinettssitzungen ständig Brennnesseln verpasst hatte. Jetzt bringt der Gesundheitsminister mittlerweile stolze 59 Kilogramm auf die Waage und beherrscht alle Kampftechniken. Rangeln, Capoeira und Slackline. Mit dem ist nicht zu spaßen. Zweitens, Olaf Scholz kann sich leider überhaupt nicht mehr erinnern, wo er die Schlüssel fürs Kanzleramt hingetan hat. Das heißt, er könnte sie auch gar nicht übergeben. Und drittens, das liegt auf der Hand, die Bundeswehr hat eine dürftigere Ausstattung als eine durchschnittliche Zahnarztpraxis. Echte Chancen hätte sie damit höchstens in kleineren Entwicklungsländern wie Jemen, Mosambik oder Mecklenburg-Vorpommern.
Ziemlicher Trubel war in den letzten Tagen auch in Bayern angesagt. Dort sind bald Landtagswahlen und Hubert Aiwanger von den Freien Wählern steht in der Kritik, weil er an seinem ehemaligen Gymnasium Flugblätter mit furchtbarem Inhalt verfasst und verteilt haben soll und sich deswegen jetzt ziemlich um Kopf und Kragen geredet hat. An der Stelle erwarte ich jetzt aber auch mal eine Entschuldigung von allen Bayern. Jahrelang reiben die uns unter die Nase, dass sie ja so ein schweres Abitur haben und dann kommt raus, dass sie selbst Hubert Aiwanger aufs Gymnasium gelassen haben. Was gibt's sonst noch so? Ach ja, Indien ist als viertes Land auf dem Mond gelandet. Das Rennen um die Vormacht im Weltraum hat ja längst begonnen und auch Deutschland wird bald schon soweit sein, erstmals auf dem Mond zu landen. Aktuell haben unsere Behörden aber leider noch alle Hände voll zu tun mit der flächendeckenden Einführung von Microsoft Excel 2003. Für die erste deutsche Mondmission wurden bereits Michael Wendler, Beatrix von Storch und Hubert Aiwanger als Astronauten angefragt. 3 Tage wird ihre Reise planmäßig dauern, bis sie auf dem Mond landen. Anschließend gibt's Kaffee und Kuchen, einen geführten Mondspaziergang und etwas Freizeit. Eine Rückreise ist nicht geplant. Es gab mal wieder eine Umfrage zum Thema Bildung, in der sich Eltern hemmungslos über System, Lehrer und Unterricht auskotzen durften. Bitte nicht verwechseln mit dem Elternsprechtag. Die Ergebnisse sind erschreckend. 77% halten den Lehrermangel für ein großes Problem. Ich kann aber auch ehrlich gesagt verstehen, warum keiner mehr diesen Job machen möchte. Also ich meine, als Lehrer, da hast du ja heute kaum noch Rechte. Ja? Das wissen viele nicht, aber in den meisten Bundesländern, da dürfen Lehrer ja nicht mal mehr eine Kopfnuss geben, wenn es reicht. 57% sehen nicht ausreichend sanierte Schulgebäude als Problem. Die restlichen 43% sind hingegen etwas dankbarer und begreifen es als Ehre, dass ihre Kinder in einer denkmalgeschützten Römerfestung unterrichtet werden. Das war der Überblick im September. Wir sehen uns im Oktober wieder. Jetzt viel Spaß mit dem anstehenden Monat. Ich verspreche, es wird spannend. Es ist einiges an, also so viele spannende Ereignisse, die uns jetzt erwarten. Länderspiele, Regen. Und schauen wir mal, was noch so kommt. Das war Jonas Greiner und ich habe noch einen Hinweis. Am 5.11. gibt es einen weiteren Comedy-Mix hier im Fernsehzimmer in Suhl. Ich lade Sie recht herzlich ein und damit Sie wissen, was Sie erwartet, zeige ich Ihnen auch gleich was. Aber erstmal eine kurze Pause. Bis gleich. Ich begrüße Sie herzlich im Eurojackpot-Studio von Lotto Thüringen. Ja, wir müssen es uns eingestehen, die Tage werden wieder kürzer und ja, der Herbst steht so langsam vor der Tür. Der kalendarische Herbstanfang ist in diesem Jahr am 23. September und zwar um Punkt 8.49 Uhr. Der kalendarische Herbstbeginn richtet sich nach dem Sonnenstand. Wenn die Sonne genau senkrecht über dem Äquator steht und damit Tag und Nacht exakt gleich lang sind, beginnt in Deutschland der Herbst. Ein paar Tipps von mir, wie Sie den Herbst so richtig genießen können, gibt's gleich. Jetzt kommen wir erstmal zur Bekanntgabe der Eurojackpot-Gewinnzahlen vom 12. September, wie immer ohne Gewähr. Falls das Ihre Glückszahlen waren, können Sie sich jetzt richtig freuen. Falls nicht, brauchen Sie natürlich nicht traurig sein. Eine neue Chance gibt's beim nächsten Mal. So viel ist für Sie am Freitag im Jackpot. Na, Onno, gewinnst du wieder? Nee, nur das eine Mal. Aber das ist immerhin richtig, ne? Ändert nicht dich, ändert dein Leben. Eurojackpot mit bis zu 120 Millionen Euro. Ziehung jetzt jeden Dienstag und Freitag. Eurojackpot. Die Chance auf dein Traumleben. Zur nächsten Ziehung sind rund 57 Millionen Euro im Jackpot. Infos unter lotto-thüringen.de. Spiele, gewinne beim Original. In Thüringen gibt es so viel zu entdecken. Und das erst recht im Herbst. Ein Spaziergang lohnt sich zu dieser Jahreszeit immer. Die Natur verändert sich und überall gibt's was zu entdecken. Dabei ist es egal, ob Sie Ihren Spaziergang nun im Thüringer Wald, dem Harz oder dem Hainich machen. Ganz egal, auch der kleine Park oder das Waldstück bei Ihnen um die Ecke kann im Herbst richtig Freude machen. Wer nicht draußen unterwegs sein will, der findet in Thüringen auch so viele Alternativen. Wie wäre es mal wieder mit einem Besuch im Museum, im Theater oder im Schloss? Thüringen hat davon echt viele und ich garantiere Ihnen, Sie haben bestimmt noch nicht alles gesehen. Also nutzen Sie den Herbst für einen Ausflug und für Ihren nächsten Lotto-Tipp. Lotto spielen geht auch ganz einfach online, indem Sie Ihren Tippschein
unter lotto-thüringen.de abgeben. Viel Glück und jetzt geht's weiter mit Nonsenf. Der Comedy-Mix mit Jonas Greiner am 5. November hier im Fernsehzimmer. Es gibt nicht viele Karten, aber es gibt welche. Deswegen ranhalten beim Kaufen, gibt es in der Touristinformation in Suhl zum Beispiel. Da kann man die bestellen, auch telefonisch, wenn Sie das mögen. Und dann erwartet Sie einen Abend mit 3, 4, 5 verschiedenen Comedians, großen und kleinen, bekannten und unbekannten. Und alle machen so einen kleinen Part und zusammen ist das dann der Comedy-Mix. Mit 2 Stunden sind wir da locker dabei. Und damit Sie ungefähr mal wissen, wie sich das anfühlt, gucken wir in den letzten mal kurz rein. Herzlich willkommen in der Waffenstadt, Benjamin Eisenberg. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Sie haben es gerade vollkommen korrekt gehört. Mein Name ist Benjamin Eisenberg und ich komme aus Bottrop. Oh. Sehr schön, ist doch meist schon die erste Pointe bei mir im Programm, wenn der Städtename Bottrop fällt. Oft kommen noch so hämische Kommentare aus dem Publikum wie Bottrop, ist das nicht die Stadt, wo die Altkleidersammlung die Säcke nicht abholt, sondern hinbringt? Das ist natürlich fies, trifft aber die finanzielle Lage meiner Heimatstadt schon ganz gut, denn wir sind natürlich pleite, so wie alle Städte bei uns im Ruhrgebiet. Sie wissen das, wir haben keine Kohle mehr. Ganz schlimm getroffen hat es unsere Nachbarstadt Oberhausen, da wo das Zentrum steht. Ja, Oberhausen war lange Zeit die meistverschuldete Stadt in Nordrhein-Westfalen. Oberhausen ist mittlerweile schon so arm, da haben jetzt sogar schon die Ratten angefangen zu hamstern. Umso mehr freue ich mich heute Abend hier in der finanzstarken Metropole Suhl auftreten zu dürfen, hier, wo ja noch regelmäßig im Auftrag von der ARD Menschen gefoltert werden, beim Winterfest der Volksmusik. Ja, ich glaube mittlerweile auch, dass das Innenministerium so ganze Sitzblöcke reservieren lässt in den Hallen, wo das aufgezeichnet wird, für inhaftierte Terroristen, ja, für Gefährder. Die sitzen dann mit ihren islamistischen langen Bärten, damit sie nicht so auffallen, kriegen sie einen bayerischen Filzhut auf und dann geht's zur Sache. Ja, wer Foltermethoden mit Metallwerkzeugen überlebt hat, der macht dann seine Erfahrungen mit dem Silbereisen. Ja? Aber davon sind wir heute Abend zum Glück weit entfernt. Mein Name Eisenberg, nicht Silbereisen. Also wie gesagt, keine Sorge müssen Sie da haben. Ich freue mich sehr, dass so eine Veranstaltung überhaupt wieder möglich ist, dass man wieder zusammenkommen kann zu so einem Gesellschaftsabend wie hier. Das haben wir ja auch den Virologen zu verdanken, vor allem Christian Drosten, der ja dann das nachträgliche Weihnachtsgeschenk noch geliefert hatte, nämlich den Satz, die Pandemie ist vorbei. Und ich habe diese Pressekonferenz gesehen, Karl Lauterbach, er saß dabei in derselben Pressekonferenz und hat nicht widersprochen. Ja, das war doch fast unglaubwürdig, oder? Und wir haben mittlerweile auch ganz andere Möglichkeiten, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Wir haben ja das Abwassermonitoring. Andere Länder hatten das vor uns. Wir haben das im letzten Jahr dann auch eingeführt. Abwassermonitoring, Sie werden auch davon gelesen haben, oder? Abwassermonitoring heißt einfach nur, die Experten gucken sich das Abwasser an und analysieren das auf Virenrückstände hin, denn so kann man schon 2 Wochen im Vorfeld erkennen, ob eine Welle irgendwo ausbricht. Also mit anderen Worten, testen lässt sich niemand mehr, aber aufs Klo müssen wir alle. Und da sehen Sie auch mal in dem Zusammenhang den Unterschied in Sachen Vorhersagen zwischen Hellseherei und Wissenschaft. Ja, denn die Wahrsagerin, die liest Ihnen aus der Hand. Aber der Wissenschaftler, der entschlüsselt Ihren Code. Gut, wenn Sie sich natürlich jetzt nach dem Toilettengang nicht vernünftig die Hände gewaschen haben, dann kann Ihnen natürlich auch der Wissenschaftler in gewisser Weise aus der Hand lesen. Ja? Wobei, da habe ich ja noch Hoffnung. Gerade in Sachen Handhygiene habe ich Hoffnung, dass sich gewisse Hygienestandards nach der Pandemie durchsetzen. Ich habe die Hoffnung, dass nach der Pandemie auch die Männer sich weiterhin vernünftig die Hände waschen. Ja, da gibt's oft Zustimmung von den Damen. Aber Sie wissen ja gar nicht, was ich alles schon miterleben musste, wenn ich mal so auf Tournee war, in öffentlichen Toiletten und so. Ich erinnere mich an eine Szene, das war so kurz vor der Pandemie, da war ich an so einer Autobahnraststätte, stand am Urinal und hörte nur, wie hinter mir in der Kabine, ich sage mal, der Ätna ausbrach. Kurze Zeit später ging die Tür dann auf, es wurde natürlich nicht gespült. Dann ging der Kerl an mir vorbei, ging am Handwaschbecken vorbei, wusch sich also nicht die Hände, schaute noch nicht einmal in den Spiegel, um sich die Schweißperlen von der Stirn zu wischen. Ja, so ein Vulkanausbruch hat Temperatur. Und ging direkt zurück an seinen Arbeitsplatz im Backwarenladen.
Ja, ein Schokocroissant habe ich mir nicht mehr geholt. Und deshalb habe ich die Hoffnung, dass sich da gewisse Hygienestandards durchsetzen, dass sich natürlich auch sowas nicht nochmal wiederholt. Das wollen wir alle nicht, sonst wären wir Kleinkünstler ja wieder arbeitslos. Wobei man sagen muss, wir wurden gut vertreten. Ja, in der Zeit, als wir Komiker nicht auftreten durften, da war der Lauterbach doch jeden Abend im Fernsehen und hatte das Volk unterhalten. Und ich weiß nicht, ob mir das aufgefallen ist, wenn der bei Hart aber fair war, der hatte doch immer schon so einen Corona-Heiligenschein. Ja, ich habe Ihnen noch mal ein Bild mitgebracht, das ist keine Fotomontage oder so. Schauen Sie, so hat die Kamera den immer eingefangen. Das ist doch subtile Manipulation der Fernsehzuschauer, oder? Und er hatte sich ja tatsächlich behauptet als Komiker. Hat das jemand vielleicht mitbekommen? Der war bei diesem Internetformat dabei auf Amazon Prime. Haben Sie das gesehen im letzten Sommer? Da gab's ja hier, das war doch toll. Also ist kein Scherz. Da gab's eine Reihe, da wurden Prominente, die keine Komiker sind, von prominenten Komikern zu Komikern ausgebildet. Und da war der Lauterbach bei der ersten Folge dabei. Und sehr souverän, sehr selbstironisch, sehr witzig, hat sich wunderbar geschlagen in diesem Format. Das fand ich richtig gut. Und ich sag mal, wenn es mit der Politik nichts mehr wird, und das kann bei der Ampel jeden Tag der Fall sein, ne, dann kann der einfach als Stand-Up-Comedian weitermachen. Ich sehe den schon jeden Abend im Quatsch-Comedy-Club herauskommen. Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir sagen Hallo erstmal. Nun, ich weiß ja gar nicht, ob Sie es wussten, aber mein Name ist Karl Lauterbach. Jedoch als Stand-Up-Comedian heiße ich Karl Lauerbach. Ja, da steckt der Karlhauer quasi schon im Namen. Das fand ich auch total witzig, habe ich mir selber ausgedacht. Nun, ich weiß auch ja nicht, ob Sie es wussten, aber ursprünglich komme ich ja gar nicht aus Köln, wo ich meinen Wahlkreis so haushoch gewonnen habe. Ursprünglich stamme ich ja aus Düren, will sagen, ich bin ein waschechter Dürer und das, obwohl ich gar nicht malen kann. Ja, verstehen Sie, malen, Dürer, fand ich auch total witzig, der Gag ist von mir. Ja, und eigentlich bin ich ja Humanmediziner und bin dann in die Politik gewechselt, also quasi dahin, wo Human und Medizin getrennte Wege gehen. Ja, und eigentlich war ich auch in der CDU und bin dann in die SPD gewechselt, will sagen, ich bin ein politischer Konvertit. Sie kennen ja vielleicht den Plural, ein Konvertit, die Konvertiten. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei diesem Scherz nicht um einen frauenfeindlichen Witz handelt. Aber meine Comedy-Autorin hatte mir geraten, ich sollte es auch mit meinem Scherz nun also unterhalb der besagten Gürtellinie probieren. Ich hatte dann vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Scherz ja nun also gar nicht um einen Witz nun also unterhalb der Gürtellinie handelt. Also meistens. Und will mich aber gerne auch mit einem solchen Karlhauer von Ihnen verabschieden, um meinem Namen nun also auch hier recht zu werden. Es ist auch ein Arztwitz, vielleicht kennen Sie den Witz, es geht um einen Gynäkologen, will sagen, um einen Frauenarzt, der nun also aus irgendwelchen Gründen arbeitslos wird und sich bei einem Malerbetrieb bewirbt. Und am ersten Arbeitstag fragt der Malermeister den Gesellen, wie der Neue sich denn so anstelle. Und da antwortet ihm der Geselle, ihr Chef, was soll ich Ihnen sagen? Der Neue ist total irre, aber auch total gut. Der hat durch den Briefkastenschlitz den gesamten Hausflur gestrichen. In diesem Sinne, Ihr Karl Lauerbach. Fände ich super. Neuer Comedy-Mix mit neuen Comedians am 5.11. hier im Fernsehzimmer. Tickets in der Touristinformation Suhl. Dort gibt's übrigens auch die Eintrittskarten für den 24. Oktober. Da mache ich dann mal Kabarett mit Musik und Gästen. Natürlich wird auch Jonas Greiner irgendwie dabei sein, aber noch viele, viele mehr. Zum Beispiel Stefanie Menschner oder Angela H. Fischer. Die wird uns was singen. Sie werden sich schief und scheckig lachen. Viele andere Gäste warten auch noch auf der Liste und selbstverständlich bin ich auch dabei. Kabarett mit Musik und Gästen. Das letzte am 24. Oktober im Kongresszentrum Suhl. Die Karten dafür gibt's auch in der Touristinformation Suhl oder in der Geschäftsstelle des Freien Wortes. Holen sich eine, dann sind Sie dabei. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Ansonsten nächste Woche hier wieder. Bis dahin, tschüss.